Kohlen. Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen einfallslos, wenn die die Währung einfach Gold oder so nennen. Wie heißen die denn hier? Gold? Gold? Ja. Leuchtet, Uha. Uha. Warum für Ringelicht? Hat doch gar nicht alles in die Truhe gepasst. Ist ja erstmal nebensächlich. Ui, ich bin auch gefressen worden jetzt gerade. Ich werde zurückkehren. Ganz schön bitter stellenweise, die Viecher. Ja. Das ist noch nicht bereit. Ich werde zurückkehren. So, das leuchtet wieder mal aufgefallen. Ja, hab ich gesehen. Und sollte man die Kleinen tot machen. So geschehen. Ah, ich hab bloß Furcht. Ja, Herr Furcht ist nervig. Sie wollte abhauen, da hat sie eine Glocke auf der Kopf gekriegt. Hier ist der Ausgang. Moment. Also irgendwie. Ich meine, es gab viele Objekte, aber. Ich bin gerade am Prüfen, was es so hier gibt. Ich habe zum Beispiel Schulterteile mit 6 Erfahrungen pro getöteten Gegner. Brauchst du einen Ledermantel mit plus 8 Intelligenz, plus 5% Magiefundbonus und plus 1 Erfahrung pro getöteten Gegner, 34 Rüstung? Nee, hab was Besseres. Oh, ich hab eine Axt gefunden, unidentifiziert. Aber die ist nicht, also ich würde sagen, nicht dieses gelblich, sondern schon orange. Werden wir dann herausfinden. Noch das Zeug angucken, was ich gefunden habe. Ah, okay. Sonst noch eine neue Kette gefunden. Was Interessantes? Nö. Ich hätte einen Speer. Einhändig. 17,4 Schaden. 3 bis 4 Arkanschaden. Plus 25 Intelligenz. Plus 6 Leben pro getöteten Gegner. Plus 3 Erfahrung pro getöteten Gegner. Nee, danke. Dann nicht. Ich mache zurzeit heiligen Schaden und Normalschaden. Ah, okay. Bleibst du denn? Ach, da bist du.
Wer seid ihr denn? Hallo Jungs. Brauchst deine Leute nicht mehr unterstützen, ist eh keiner da. Ja, stimmt doch. Unterstützt diese Leiche, verdammt nochmal! Unterstützt das! Wo bin ich denn? Sterbe! Hilfe! Ich komme. Wo bist du? Komm zu mir. Ach du. Hast du noch überlebt? Ah, Schiss. Diese Mini-Fliegen, diese kleinen Gelben, die werden von den Gegnern ausgesandt und lassen, die machen Schaden, wenn die dich treffen. Ist mir schon aufgefallen. Und ich hab da gerade einen ganzen Schwarm auf mich zukommen sehen, deshalb hatte ich so leicht Panik. Also stellenweise sind die auch ganz schön anspruchsvoll, muss man sagen. Ja. Kannst du mich heilen? Uns heilen? Wunderbar. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Naja, dann würde ich sagen, war. Auf jetzt. Fleisch! Schon wieder Fleisch! Das Ritual ist. Ja, hab ich auch gehört. Das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Ich schulde euch mein Leben. Seid gesegnet. Warte, wir können noch mit den Typis hier reden. Ich hab dich schon befreit. Warte. Er schuldet uns sein Leben, meint er. So, dann kann er seine Schuld ja mal bezahlen. Hier ist Buch. Ich komme. Büchlein. Master. Dieser Held hat vor, dich in Alkarnos anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber ich... Sag mir, was ist denn vor, wenn Magda tot ist? Ich werde dafür sorgen, dass die Herrscher der Hölle, Belial und Asmodan, gestürzt und vernichtet werden. Also wie? Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Ich glaube, ja. Im Menü, unter Wissen? Ja, ich suche nur gerade... Schreiben an Dings Teil 1. Genau. Dieser Held hat vor, dich in Alkarnos anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Du könntest genauso gut vorhaben, mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen, dich zu töten. Ich würde das sehr bedauern, aber dennoch... Ich glaube, ich könnte es übers Herz bringen. Ist cool. Ich glaube, ich könnte es übers Herz bringen. Schön. Ich habe
an Tausendfüßler aufgeschlitzt. Du Schwän. Warte mal kurz. Da müssen wir nochmal hin. Also ich jedenfalls. Das war einiges schwarz. Ich folge dir einfach unauffällig. Einmal außen rum, bitte. Erklüftete Schlucht und ich hab schon wieder angegriffen. Von 10.000 Füßen los. Ja, die mache ich einfach so kaputt. Aus Spaß. Ja, jetzt haben wir aber in der Karte so das erkundet. Jetzt ist alles frei. Ja, bis auf so ein ganz kleiner dunkler Fleck bei mir. Oh, das lohnt sich nicht dahin zu latschen. Ne, meine ist frei. Da lagen noch Kohlen, habe ich genau gesehen. Ich glaube, ich bin der einzige geldgierige Mönch der Welt. Glaube ich nicht. Die Illusion sollte jetzt gebannt sein. Schauen wir es uns selbst an. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ich bin nicht aus Chaldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Oha. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Hat sich aber gut gehalten. Wir nennen ihn den Propheten. Ja. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Unsere Begegnung war offensichtlich das Werk der Götter. Schließt euch mir an. Ich glaube, dass ihr in diesem Kampf eine mächtige Verbündete sein werdet. Na bitte. Oh, ein Zauberstab. Jetzt auf zum Außenposten. Zauberstab, wo? Lag da rum oder wie? Nee, bekommen als Belohnung. Ach so. Ich habe noch nicht geguckt. Tja, ich würde sagen, machen wir für heute Feierabend, meiner? Machen wir. Shoot. Ich habe eine Brigant hier gekriegt. Den lass uns noch mal kurz zur Ausrüstung checken. Schwere Stiefel, nichts Tolles. Was könnte dir denn gefallen? Schilde brauchst du nicht, ne? Nee. Nö, aber ich will nochmal schnell nach Dings fahren hier. Ich möchte gerne das eine noch identifizieren lassen. Mhm. Wo war's denn? Hier. Zwei Hand. Minimal, maximal, plus 48. Ist ein gutes Ding, aber zwei Hand stehe ich leider nicht. Ist nicht so dein Platz, ne? Nee. Das würde ich gerne in die Truhe tun. Haben wir die hier? Ja. Ja, da. Falls man nochmal mit den anderen spielen möchte. So, ich würde sagen, anhören tun wir uns die Geschichten beim nächsten Mal. Genau. Ja, dann verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss. Bis dahin. Tschö, tschö.